Hallo und willkommen beim neuen Video bei Last Gaming. Heute stellen wir uns mal die Frage, warum die Deutschen so viel Toilettenpapier kaufen. Sie ist eigentlich, ich habe mir das so überlegt, das ist mir beim Geschäft aufgefallen, eigentlich genial. Viele sagen, oh, die hamstern, die hamstern. Gehen wir mal davon aus, die Wirtschaft kollabiert, das ganze System bricht zusammen. Okay, die Amerikaner kaufen hauptsächlich Waffen. So. Während sich also in Amerika quasi alle über den Haufen schießen, schauen wir nach Europa. So, die Wirtschaft liegt am Boden, es geht erstmal nichts mehr. Jeder ist sich selbst der Nächste. Die Franzosen, Wein und Kondome, ja, der Coronavirus hat viele Leute dahingerafft. Quasi muss die Welt neu bevölkert werden. Sind Kondome jetzt nicht das Beste, was es gibt? Wein, okay, ist auch gut in der Krise. Man kann sich wenigstens alles noch schön saufen, aber ich denke mal, dass die Deutschen auch an Bier und so nicht zu wenig zu Hause haben. Dann kommt natürlich jetzt die Frage der Fragen, warum die Deutschen so viel Toilettenpapier kaufen. Und zwar, so, es gibt nichts mehr zu kaufen, die Wirtschaft ist zusammengebrochen, es gibt kein Währungssystem mehr, wie man es auch immer nennt, auf jeden Fall, Fabriken stehen still, es muss erst wieder alles hochgefahren werden, die Ordnung muss neu erstellt werden. So. Und jetzt haben wir immer noch die Frage, warum haben die Deutschen so viel Toilettenpapier? Es ist eigentlich ganz simpel und einfach. Und zwar, ich meine, jeder muss scheißen. Ist halt eben mal so. Lässt sich nicht verhindern. So, während sich also quasi alle anderen Ländern irgendwann fragen, oh verdammt, das ist meine letzte Rolle, sich dann halt eben nicht mehr den Hintern abputzen können. Irgendwann fängt es halt eben an zu jucken, beziehungsweise zu stinken. Ne? Können die Deutschen fröhlich lachen und sagen, ha, bis das System wieder hochfährt, sind unsere Ärsche immerhin sauber. Ne? Von daher haben die Deutschen in der Hinsicht eigentlich alles richtig gemacht. Ich meine, wie gesagt, aufs Klo muss jeder. Und während die anderen halt eben Blätter benutzen müssen, was jetzt nicht so dem Komfort entspricht, den viele Leute gewohnt sind, haben die Deutschen immer noch ihr fünflagiges Klopapier, können froh und heiter sein, sich den Hintern abwischen und zu den Nachbarn sagen, tja, hättet ihr auch mal lieber Toilettenpapier gekauft? Und das ist natürlich der Grund, warum das Toilettenpapier. Ist eigentlich ganz simpel. Ich sehe es ein. Ich wische mir natürlich auch lieber den Hintern mit Toilettenpapier wie mit Blättern ab. Von daher. Und natürlich ist es nicht schön, wenn es juckt. Während die anderen Länder da eben den Nachteil haben, ist Deutschland auf den Zusammenbruch der Wirtschaft vorbereitet. Von daher kann ich nur sagen, liebe Deutsche, ihr habt alles richtig gemacht. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ein kurzes Video von mir. Ist natürlich alles nur Spaß, also nehmt es nicht übel. Und bleibt alle gesund und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.